Platinum Games ist dafür bekannt, dass es fast ausschließlich eine Art von Spielen macht, Spectacle Fighter. In diesem Genre ist das Studio so gut, dass eigentlich alles, was sie anfassen, zu Platin wird. Als jemand, der mit Metal Gear Rising Revengeance seine Liebe zu diesen Spielen entdeckte, konnte ich meine Finger nicht von Transformers Devastation lassen, obwohl ich mir nicht sicher war, ob diese besondere Kombination aufgehen würde. Die Story von Transformers Devastation ist recht schnell erzählt. Die Stadt wird von Insecticons überrannt und Metallclown-Spießen aus dem Boden. Die Decepticons führen das auf einen alten Plasmareaktor zurück, eine Energiequelle, die seit dem goldenen Zeitalter auf Cybertron nicht mehr sicher genutzt werden kann, da das zugehörige Wissen verloren ging. But plasma energy is unstable. No Cybertronian has been able to tame it since the Golden Age. Decepticon-Anführer Megatron wäre natürlich nicht Megatron, wenn ihm die Risiken nicht ziemlich egal wären und versucht Gegenprotest aus den eigenen Reihen den Reaktor zu finden und zu sichern. Die Autobots schreiten ein und es stellt sich schnell heraus, dass wesentlich mehr hinter der ganzen Sache steckt. You have no idea what you're really up against, do you? Who is really behind this? Ich werde nicht viel vorwegnehmen. Wer Transformers kennt, weiß aber, wie viel er von der Geschichte erwarten darf. Für mich ist sie gut genug. Sie enthält außerdem einige Anspielungen auf das Schicksal einiger Charaktere im Film. Große Spoilergefahr besteht aber nicht. Neben der Kampagne gibt es außerdem 50 Bonusmissionen. Manche sind Standardsachen wie der Kampf gegen einige Gruppen von Decepticons, andere lassen euch gegen ein oder mehrere Bosse gleichzeitig kämpfen. Eine lässt euch zunächst gegen alle 7 Constructicons gleichzeitig und dann gegen ihre kombinierte Form Devastator kämpfen. Eine andere gegen Klone der Autobot-Charaktere. 5 verschiedene Autobots sind spielbar. Optimus Prime, Bumblebee, Wheeljack, Sideswipe und Dinobot-Commander Grimlock, welcher statt eines Vehikelmodus einen Dinobot-Modus besitzt und sich leicht anders spielt als die anderen 4. Mit welchen dieser 5 ihr ins Gefecht zieht, ist außerhalb des Tutorials und des Endbosses euch überlassen. Eure Gegner sind überwiegend Standard-Decepticons, aber auch prominente Charaktere wie Megatron, Starscream, Soundwave und die Constructicons sowie ihre kombinierte Form Devastator. Etwas schade finde ich es dann aber schon, dass keine Decepticons spielbar sind. Wer Metal Gear Rising oder noch eher Bayonetta gespielt hat, wird sich im Kampfsystem schnell zurechtfinden, auch wenn es vereinfacht wurde. So könnt ihr zum Beispiel einen Zeitlupeneffekt auslösen, wenn ihr im richtigen Moment ausweicht, ähnlich wie die Witch Time in Bayonetta. Kombos geben euch zudem die Gelegenheit, auf Knopfdruck einen Vehikelangriff auszuführen, welcher Feinde umstößt und für die nächste Kombo empfänglich macht. Fernkampfwaffen gibt es zwar auch, diese sind aber überwiegend für den Kampf gegen schwebende oder fliegende Ziele gedacht, die mit Nahkampfangriffen schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Hier wäre es schön gewesen, wenn man diese Waffen in Nahkampfkombos integriert hätte. Hinzu kommen eine Spezialfähigkeit, die für jeden Charakter anders ist, und eine Spezialattacke, welche ihr auslösen könnt, sobald ihr genug Treffer landen konntet. Auch diese ist für jeden Charakter anders, aber in jedem Fall sehr stark. Ebenso begrüße ich die Existenz eines Health Gates, das sämtlichen Schaden eines Angriffs blockt, sobald ihr bei den letzten Lebenspunkten angekommen seid. Erst dort wird euch ein weiterer Schlag töten. Dadurch können euch selbst Bosse nicht mit einem Schlag töten, auch wenn sie theoretisch den Schaden dazu austeilen könnten. Zum Teil ist das Bewertungssystem aber etwas seltsam. So habe ich S- oder Doppel-S-Ränge bekommen, wenn ich Kämpfe nur knapp gewonnen habe, oder B-Ränge, wenn ich einen Kampf schnell ohne Schaden abgeschlossen habe. Der No-Damage-Bonus ist offenbar sehr leicht ausgeglichen. Außerdem halte ich wenig davon, dass Gegner, die Schilde tragen, von allen Seiten unverwundbar sind, selbst wenn Angriffe während der Zeitlupe passieren. Einen solchen Gegner sollte ich durchaus von der anderen Seite aus verletzen können. Hinzu kommt, dass es auch eine fliegende Variante dieses Gegners gibt, die mit Angriffen, die Schilde zerstören können, schwer zu treffen sind. Die Steuerung geht zumindest mit einem Controller mühelos von der Hand. Die Tastaturbelegung kann beliebig geändert werden. Für Controller stehen euch 4 verschiedene Profile zur Verfügung. Vor und manchmal auch während Missionen könnt ihr in der Arc eure Autobots aufleveln und ihre Waffen verbessern. Ersteres passiert auch im Kampf, letzteres erfordert andere Waffen, welche ihr unterwegs finden könnt. Diese könnt ihr dann stattdessen verwenden oder in eure bestehende Waffe einschmelzen, um sie zu verstärken. Wird eine Waffe zum Verbessern einer anderen genutzt, übertragen sich außerdem Spezialfähigkeiten wie längerer Fokus, geringere Kosten für den Spezialangriff und weiteres. Versucht ihr zusätzliche Fähigkeiten auf eine Waffe zu bringen, die bereits ihre maximale Anzahl an Fähigkeiten erreicht hat, könnt ihr aussuchen, welche Fähigkeiten übernommen werden. Ihr könnt außerdem über ein Reaktionsminispiel, dessen Ausgang nicht immer im Zusammenhang mit der Qualität des Endprodukts steht, Tech-Module schmieden, was euch passive Boni wie HP-Regeneration oder höhere Credit-Drops gibt, aber dem Zufall überlassen ist. All das geht ziemlich ins Geld, was ihr aber vor allem auf den höheren Schwierigkeiten zur Genüge finden dürftet. Neben dem zufälligen Loot ist das einzige große Problem das umständliche Inventarsystem.
So könnt ihr Waffen nur einzeln zum Upgraden verwenden und auch nur einzeln verkaufen. Ebenfalls stört, dass die levelbaren Stats nicht erklärt werden. Manche erhöhen zwar erkennbar die Gesundheit oder den Angriff, andere scheinen aber nichts zu tun. Die Grafik ist an den Stil der ersten Transformers-Serie angelehnt. Hier habe ich nicht wirklich etwas zu bemängeln. Dafür ist das Level-Design etwas zu kurz gekommen, da manche Orte mehrfach wiederverwendet wurden und ich mich deshalb einige Male fragen musste, war ich hier nicht wohin schon? Der Soundtrack ist gut, geht im Kampf aber oft unter. In solchen Spielen bemerke ich den Soundtrack oft erst dann wirklich, wenn ich ihn mal ausschalte. Der Komponist ist übrigens Vince DiCola, welcher auch den Soundtrack für den 80er-Film komponierte. Notfalls kann man aber immer noch nachhelfen. Fürs Voice Acting kehren viele Sprecher aus der Originalserie zurück, was bei vielen für Nostalgie-Momente sorgen dürfte. Man hat auch versucht, den Stil des 80er-Cartoons zu imitieren, was etwas irritierend ist, wenn man die zum Teil gleichen Sprecher aus Transformers Prime gewohnt ist. Wer Prime im Original gesehen hat, wird vielleicht verstehen, was ich meine. Oh, Prime! You have no idea what you're really up against, do you? Who is really behind this? Wenn ihr Transformers oder Spectacle Fightern in irgendeiner Kombination etwas abgewinnen könnt, müsst ihr euch eigentlich nur eine Frage stellen. Seid ihr bereit, das Spiel mehrfach durchzuspielen? Den Wiederspielwert hat es dank 5 Schwierigkeitsstufen, Loot und Sammelobjekten. Wer aber nur eine Kampagne sucht, sollte lieber auf einen guten Deal warten, da diese in etwa 5 Stunden zu schaffen ist. Für den Standardpreis von 40€ auf Steam ist das doch etwas wenig. Das hier ist keine Meisterleistung von Platinum, aber dennoch ein solid gutes Spiel, dessen Stärken seine Schwächen gut kaschieren.